Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung hier heute zu Gast in Bielefeld. Die Vernetzung unter den Pflegeakteuren im Bereich des Gesundheitssystems ist ja besonders wichtig, auch für die Patienten. Läuft da alles schon rund oder gibt es da noch Bausteine, die angepasst werden müssen? Also wir sind ziemlich weit und es läuft auch gut, aber natürlich, wo Menschen handeln, werden auch Fehler gemacht und Vernetzung ist enorm wichtig. Wir haben ja Riesenpotenziale, ganz viele qualifizierte Menschen, Menschen guten Willens und die zusammenzuführen, zu koordinieren und zu vernetzen, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Also es läuft gut, aber es kann immer noch besser werden. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde ja sehr viel über Pflege gesprochen. Die Bundeskanzlerin war ja auch in der Region, hat sich hier was angeschaut. Die Bundesregierung hat ja schon ein Paket auf den Weg gebracht. Was beinhaltet das und was sind die nächsten Bausteine? Die zentrale Botschaft ist, es scheitert in der Pflege nicht am Geld. Die Pflege ist eine wichtige Sache für unsere Gesellschaft. Sie ist auch ein toller Beruf für ganz viele Menschen. Und wir haben verstanden als Regierung und wir stellen alle finanziell notwendigen Mittel zur Verfügung, damit Pflegefachkräfte ausgebildet werden können und dann auch Beschäftigung finden können. Jede Pflegekraft, die im Krankenhaus neu eingestellt wird vom nächsten Jahr an, wird auch finanziert. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Wir haben verstanden und das Geld ist da. Spannendes Thema ist ja auch für Patienten die ärztliche Versorgung vor Ort. In Bielefeld fehlen beispielsweise 40 Hausärzte mit der medizinischen Fakultät. Ist da ja schon Schritt gemacht, auch von der Landesregierung? Das ist ein ganz wichtiges Signal von der Landesregierung hier für Bielefeld, für die Region. Und in der Tat, Bielefeld ist eine Großstadt und die Versorgung ist in vielen Regionen auf dem Land, muss ich aus Bundessicht als Patientenbeauftragter sagen, ja noch schlechter. Wir müssen sehr daran arbeiten, dass Menschen, die bereit sind, einen Arztberuf zu ergreifen, auch die Chance bekommen, da eine Perspektive bekommen. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Versorgung mit Hausärzten, mit Fachärzten mindestens so bleibt, wie sie ist, nicht schlechter wird. Und da sind gerade ländliche Regionen, um die wir uns da sehr kümmern müssen. Aber natürlich auch Großstädte wie Bielefeld.